So. Hallo. Hallo. So, dadurch, dass der jetzt eh alleine ist, könnte ich ja jetzt theoretisch hier wunderbar mit dem Wolfskampfstil hier Überreste. Ghoulblut. Wunderbar. So. Dann haben wir das jetzt auch und die Schwalbe hatte auch schon Zeit, um oben zu regenerieren. So. Haben wir das auch. So. So machen wir das nämlich. Einfach mal ein bisschen weglaufen. Und wieder ein bisschen regenerieren, nicht wahr? So. Haben wir das auch? Moment, jetzt. Ich finde es toll, dass ich einfach nur durch Klicken, egal wie, seine Angriffe zerstören kann, offenbar. So. Haben wir das auch? Überreste. Ghoulblut. Wie viel brauchen wir denn davon? Quests. Hier. Ghoulvertrag. Fünf Ghule. Okay. Das lässt sich einrichten, hoffe ich. Wenn ich denn die Leichen finde von den... Das Geräusch war toll jetzt. Hier. Ach, wir haben schon fünf. Okay, tschüss. Es ist mir nicht unbedingt geheuer hier. Ich finde es aber auch toll, dass dieses Gebiet quasi einen Wiederspielwert hat. Dass ich hier quasi nochmal reingehen kann. Und dass das dann auch größer ist. Ich finde es zwar irgendwie unlogisch, dass irgendjemand jetzt in den letzten paar Stunden den kompletten Steinschlagrutsch weggemacht hat, aber es macht ja nichts. Okay. Okay. Ja, egal. Erstmal das Mikrofon schlagen ist immer gut. Weiß gar nicht, ob das überhaupt laut genug war, um es zu hören, aber naja. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch ein paar Gäste. Ich vergeude meine Zeit. Ja, dann mach halt irgendwas anderes mit deinem Leben. Ich kann dir ja auch nicht helfen, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Nur weil du deine Zeit vergeudest, das kann ja auch sein, dass du irgendwie, weiß nicht, die Bestie. Ah, schön. So, ein wunderschönes Vieh. Okay, gerade waren es noch drei, jetzt sind es plötzlich zwei. Ist egal. So, da haben wir einen Kopf. Da haben wir auch einen Kopf. Und wenn da jetzt auch noch ein Kopf dabei ist. Wunderbar, das heißt, wir können jetzt auch die Köpfe abgeben. Da haben wir sogar einen Kopf zu viel. Den können wir verkaufen für 5 Ohren oder so. So, Katzenstil war das, ne? Yo. Nice. Nice one. Okay, das heißt, hier, noch ein Kopf? Noch ein Kopf, natürlich. Jetzt, wo wir das alles wissen über die Bargästen, haben wir natürlich bei jedem Bargästen einen Kopf dabei. So. Hallo, meine Lieben. Wo ist ihr denn? Da, beim Bett drüben. Hi. Was wollt ihr? Na, was werde ich denn wollen? So. Hier, Nachricht. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bargästenschädel? Habe ich. Sie gehören euch. Wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Ich will keine Alraunwurzel. Ich will die Kohle haben jetzt hier. Gleich. So, hier. Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Aha, okay. Und deswegen... Was wollt ihr? Ja, was werde ich wollen? Ist der Trank bereit? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst.
Warum haben Sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold, die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht, die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht, sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Okay. Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Ich muss den Geistlichen besuchen. Aha. Okay, Höllenhundeseele. Was? Was? Moment. Hier. Berengars Aufzeichnungen über die Bestie. Das lesen wir erstmal. Erste Nacht, 95 Kilogramm Muskeln, an die anderthalb Meter groß. Fangzähne wie der Daumen eines Mannes. Man hält sich besser von ihr fern. Zweite Nacht, ruft mit ihrem Heulen Bargästen herbei. Dämonische Herkunft so gut wie sicher. Dritte Nacht, höchst resistent gegen Eisen und Zeichen. Hat drei Irden, die auf sie gewirkt wurden, nicht einmal bemerkt. Vierte Nacht, alle Eigenschaften von Alsurs Dämon bestätigt. Die Bestie stellt eine Frage. Wer die richtige Antwort nennt, hat eine Chance, sie zu töten. Okay. Auch interessant. Das heißt, eine Frage wird gestellt. Sagt mir das was? Ich glaube nicht. Egal. Aber das würde auch erklären, warum er abgehauen ist, ne? Moment, hier zu früh geklickt wieder. War gerade in Gedanken. So, jetzt mittlerweile brauche ich aber keine Bargästen mehr. Ach Mensch. Ah, meine Nase juckt. Moment, Alter. So, ich bin ein bisschen verschnupft und naja, wenn ich schon mal hier bin, speichere ich auch gleich. Ich bin ein bisschen verschnupft und naja, da juckt auch mal die Nase, ne? So, dann bist du hier. Natürlich. Natürlich. Jetzt kommen natürlich auch die Ghule raus. Warum auch nicht? So, und jetzt hier so wunderschön. Ach so, wegen der Gräber hier. Schön. Schön. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal ins Wasser. Ich gehe jetzt mal an den Strand. Regen, ja, das hast du richtig erkannt. Ich gehe jetzt trotzdem am Strand. Ach komm, Geralt, jetzt spring hier nicht so blöde rum, sondern geh an den Strand. Da ist es viel schöner. Wo ist denn der Strand? Der Strand ist da hinten. Nein. Die tun dir schon nichts. Du bist eh nur ein NPC. Wenn, dann tun die mir was. Ich bin nämlich hier der Playable Character. Und, naja. Die Viecher haben es immer nur auf den Spieler abgesehen. Und sonst auf keinen. Es sei denn, es ist irgendwie Teil der Mission, dass man jemanden beschützen muss, ne? So. Da nach hinten. Da will ich hin. Sehr schön. Apropos, ich wollte auch noch in der Mühle vorbeischauen. Oder hier zu Hause. Ja, komm. Den hauen wir nochmal um.
So. Ja. Gruppenstil, definitiv Gruppenstil. So. Alter. Meine Nase juckt. So. Ja. Schauen wir mal da rein. Wie sieht's denn aus? Ist Vesna zu Hause oder ist die... Hallo? Nö, Vesna ist nicht zu Hause. Moment, ich geh mal ganz kurz. Die ist bestimmt in der Mühle. Die ist bestimmt in der Mühle. Was war das denn jetzt? Achso, der Hund ist gestorben, natürlich. So wie die Hunde das machen. Kurz bevor ein Bargast erscheint. So. Ich gehe mal in die Mühle rein. Ich schau mal, was wir da alles finden. Und ob die Vesna vielleicht da... Ja! Ja, die Vesna ist da! Vesna! Hallo! Ich bin einen Tag zu spät, aber das macht doch nichts. Endlich. Ich dachte schon, ihr kennt nicht mehr. Dieser Ort ist so gruselig. Habt ihr den Wein mitgebracht? Na klar. Hier, Toussaint Rot haben wir ja. Rivanischer Krieg ist kein Wein. Hier, Toussaint Rot. Oh, danke. Ich fühle mich gleich viel mutiger. Würdet ihr mir die Mühle zeigen? Natürlich. Was immer ihr wollt. Schönheit vor Alter. Vielleicht sollte ich doch nicht. Ich könnte meinen neuen Rock schmutzig machen. Keine Angst. Wir Hexer haben auch dafür eine Lösung. Passt auf, wo ihr hintretet, Idiot. Was gibt's? In der alten Mühle spukt es wieder. Sieht so aus. Vielleicht brauchen wir einen Hexer, der sich das ansieht. Wenn man sie mal braucht, ist nie einer da. Wir müssen wohl abwarten. Wenn hier heute ein Ungeheuer ist, ist es morgen wohl auch noch da. Sinnlos, jemand anderen da reinzuschicken. Naja, schön wäre es ja, wenn man sich die Sammelkarten auch noch irgendwie später ansehen könnte, ne? Mühleneingang, ist die jetzt da reingegangen? Nö. Natürlich, die ist da reingegangen, hat uns ausgeschlossen. Natürlich. Ein schnelles Nümmerchen für zwischendurch, aber so irgendwie langfristig ist da nichts, ne? War ja eh klar. Diese Frauen heutzutage, also hier jetzt, also das war damals, 1623 war das anders. Welches Jahr haben wir gehabt? 1703 oder irgend sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. So, Bargast, hab mich gern. Ich muss jetzt da runter, da ist ein Ertrunkener. Die brauche ich nämlich für die Quest. So. Mein Kampf... Alter, stand da gerade tatsächlich mein Kampf? Nö, der schnelle Steam war das bei denen, ne? Yo. Okay, dann haben wir das auch. Überreste. Jawoll! Gehirne! Gehirne über Gehirne! Hallo? Überreste. Gehirn und noch ein Gehirn. Gehirn. So. Na toll. Ja. Na komm. Na komm. Na komm, stirb halt. Wärst du so freundlich? Would you kindly die a little bit? Überreste. So, noch ein Hirn. Und da ist auch noch einer. Da hole ich mir auch nochmal das Hirn raus. So, durch die Nase rausgezogen, wie bei den alten Pharaonen. Ist alles gar kein Problem. Finde ich toll, mag ich gerne. Auch so ein geklauter Spruch. Wurde ich drauf angesprochen in den Kommentaren. Dass das mein Spruch irgendwie so, dass ich das immer so ausdrücken würde. Dabei ist das selber nur geklaut.
als ob ich irgendwie so einen Signaturspruch hätte. Naja, habe ich vielleicht auch, aber nicht lauten, definitiv. So, gibt's jetzt hier irgendwo noch einen abgesoffenen? Gibt's das hier vielleicht noch irgendwie? Ich meine, da drüben am anderen Ufer, da gibt's noch ein paar, aber... Natürlich, Barkästen gibt's hier. Barkästen gibt's hier. Na toll, zu früh geklickt. Macht nix. Barkästen gibt's hier, aber sonst gibt's hier auch nicht unbedingt viel. Nur von den Bargästen gibt's halt auch einige. Naja. War da vorne das, nein, war nicht. Okay, schade. Also ein so ein... Ich glaube, einen brauchen wir noch, ne? Was haben wir denn jetzt? Ertrunkenen Gehirne, wo waren die? 4. Ich glaube, 5 brauchen wir, ne? Da. Quests. Ertrunkenen Vertrag. Ich habe bereits die notwendige Anzahl von ertrunkenen Gehirnen. Okay. Na gut, dann gehen wir. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber ist egal. So, schauen wir mal. Das heißt, beim Geistlichen müssen wir vorbeischauen, beim Kalkstein müssen wir dann vorbeischauen, wenn wir rein können in die Stadt. Was wir wahrscheinlich können, wenn wir mit dem Geistlichen gesprochen haben. Naja, wir haben jetzt Berengas Notizen. Das heißt, wir wissen jetzt, welches Monster es ist. Es ist irgendein Dämon. Da ist ein Überreste von dem Hund, der da gestorben ist. Ach so, der Geistliche ist ja jetzt nicht da, ne? Geistlicher! Lasset mich ein! In eure Kirche des Unheiligtums oder so. Na gut, der ist jetzt nachts hier nicht gerade unterwegs. Mist. Das heißt, ich brauche jetzt ein Lagerfeuer irgendwo. Weil ich kann ja aus... Natürlich! Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als gleich sofort immer wieder jede einzelne Minute meiner Freizeit hier Bargästen abzuschlachten. Gibt's hier irgendwo ein Lagerfeuer? Oder muss ich jetzt hier zurücklaufen, dahin, wo ich herkam? Ich glaube, ich muss zurücklaufen, ne? Weil ich habe hier auch noch kein Lagerfeuer gesehen. Es sei denn, ich hätte mich vielleicht schlampig umgesehen, aber das kann... Ja gut, das kann gut sein. Das kann gut sein, dass ich mich schlampig umgesehen hätte. Raben? Raben sind auch toll. Weiße Myrte, die mag ich auch gerne, die nehme ich mit. So, kommst mit mir. Liebe weiße Myrte, aber bitte fang nicht an zu maulen, weil das wäre nämlich uncool. Ja, also ich muss ich wieder... Alter. Gut, muss ich halt wieder zurücklaufen, ne? Es ist ja nicht so, als würden wir ohnehin noch nicht genug laufen. Dass man auch nicht überall meditieren... Also einerseits natürlich ist es gut, dass man nicht überall meditieren kann. Das will ich gar nicht abstreiten, weil es auch realistischer ist. Alter, mein Hals. Entschuldigung. Einerseits ist es gut und realistisch, dass man nicht überall meditieren kann, weil, naja, wenn es gefährlich ist, ist es gefährlich und... Schnüffel. Ja, ich schnüffel auch gleich ein bisschen. Aber dennoch, wäre es nicht schlecht, wenn man zumindest warten könnte und irgend sowas. Muss ja nicht meditieren sein, der kann ja auch einfach ganz normal warten, ne? Alter, mein Hals. So, der Dicke ist hier ganz allein unterwegs und ich möchte ehrlich gesagt unbehelligt bleiben von den tollen, leuchtenden Superhunden. Natürlich, der ist ja auch schneller als ich. Hilfe! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, ja, ich helft euch selbst. Machen die des Nachts die Tür aus? So, machen wir wieder auf die spezielle Hexerart auf. So, hier sind die Wachen, die können das eh, das ist sehr toll, da brauchen die mich nicht für. So, Feuerstelle, ich gehe mal meditieren. Ich werde mir sparen. Ja, dann spar halt ein bisschen. So, meditieren bis Sonnenaufgang. Hier, Morgengrauen. 9 Stunden wären es gewesen, ohne mich. Ich räuspere mich mal ganz kurz und huste vielleicht ein bisschen, Moment. Ich wollte mich sputen.